So, bevor wir uns die Axt der Reue holen, holen wir uns noch schnell diese Nierenwurz, weil wir gerade dabei sind. Und dann gehen wir in diese Richtung. Da liegt auch gleich eine Hütte am Weg, wie praktisch. Die nehmen wir auch mit. Schadet ja nichts. Da oben ist Einsamkeit. Ja, bin ich mir sicher. Das ist Einsamkeit. Das werden wir auch mal entdecken. Früher oder später. Aber jetzt... Noch nicht. Jetzt sind wir mal am Weg. So, ah! Diesen... Mit ins Gesicht. Diesen Tetra-Quest abzuschließen. Ist mir schon lange ein Dorn im Auge. Wo ist jetzt diese Hütte? Da kommen mir die nicht nach, oder? Die sind so ungelenk. Gehen wir hier lang. Ja. Sonst verliere ich sie wieder. Und hier geht's einfacher. Also. Ich muss ja auf meine Begleiter auch Rücksicht nehmen. Ich bin ja hier nicht allein unterwegs. Wenn ich schon Begleiter habe. Wenn ich herumturnen will, dann muss ich auch alleine gehen, aber... Dafür fühle ich mich noch nicht fit genug, muss ich offen gestehen. Hey, Mikos Hütte ist das. Aha. Was hat denn der Miko hier? Redekunst. Hey, hat sich schon ausgezahlt. Hey, tränk nicht. Schubst. Oh. Ist das Miko? Nee. Ah! Der Hund drängt sich immer zwischen mich und... Was ich mache hier. Lesen wir mal Mikos Tagebuch. Nun, nach all den Jahren, die ich schon in diesen Wäldern lebe, sieht es so aus, als wäre die Felsenhaxe schließlich mein Ende. Oje, die Felsenhaxe. Das ist irgendeine Infektionskrankheit, glaube ich. Irgendeine Händlerin in Weißlauf hat mal was erwähnt, dass ihr Fleisch frei von Felsenhaxe ist. Also irgendwelche Salmonellen, glaube ich, oder sowas. Damit kann ich mich abfinden. Alle meine Freunde sind schon lange tot. Nur der arme Miko ist mir noch geblieben. Er war mir stets ein treuer Begleiter und ich weiß, er wird für sich selbst sorgen können. Ich hoffe, ihn eines Tages wiederzusehen. Oh. Also ist das nicht Miko hier? Ach, geh mir vom... Und das ist dann... Miko ist ein Hund, oder wie? Dann ist das die Hundehütte, oder wie? Nee, das kann ja nicht sein. Das ist doch keine Hundehütte. Ah. Egal. Ah, bin ich froh, wenn ich diesen Hund los bin wieder. Das ist ein Plagegeist. Furchtbar. Von wegen bester Freund des Menschen. Bester Plagegeist des Menschen. Obwohl, es ist kein normaler Hund, es ist ein sprechender Hund. Aber er spricht auch nur sehr selten. Kommt ihr zwei? Ah, hier ist ein Sturmmantellager. Ah, die sind zu geizig, beziehungsweise haben kaum was zum Mitnehmen. Da sind die Kaiserlichen schon besser bestückt. Und ihre Lager. Die sind sehr großzügig. Da kann man alles mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. Ein bisschen schneller gehen hier. Schweinsgalopp. Aha. Ist ein Baum umgestürzt. Entwurzelt. Wow. Muss ein ordentlicher Sturm gewesen sein. Hey! Was ist denn das? Das ist aber eine geile Brücke. Gib dir die Brücke. Hey. Schau einer an. Hier gewaltig. Sind das Tetra-Anbeter hier?
Scheint eine normale Ortschaft. Ja, Drachenbrücke. Da haben wir es ja schon. Es ist Drachenbrücke. Nicht, dass ich schon mal hier war, aber ich sag ja nur. Haben die auch einen Händler oder irgendwas? Da oben ist ein Schrein. So viel steht fest. Was haben wir hier? Das ist ein normales Haus. Das ist ein Holzfällerlager. Oh. Ziege. Wenn ich dich kriege. Ne, ich glaube, die haben keinen Händler. Höchstens ein Gasthaus. Was ist denn das? Ein Skyrim-Wappen. Außenposten des Penitus Oculatus. Oh. Was ist denn ein Penitus? Jedenfalls hat er irgendein Auge. Oculatus. Aber was für ein sein Penitus-Auge. Mein Latein ist schon etwas eingerostet. Ah, der Hund. Hä? Vier Schilde. Vier Schilde ist ein Wirtshaus, oder? Nee, da gehe ich jetzt nicht rein. Wir müssen da rüber, über den Berg. Wie machen wir das am besten? Schauen wir mal auf die Karte. Da mal nicht. Da ist der Schrein. Ah, da ist die Statue von Meridia. Habe ich da nicht einen Quest? Ich glaube fast. Hm. Meridias Stern. Das ist doch da hier, oder? Ja. Den nehmen wir auch gleich mit. Cool. Zwei Fliegen mit einer Klappe. So lobe ich mir das. Ist eigentlich reiner Zufall gewesen. Steckt keine Planung dahinter. Falls mir jemand Planung unterstellen will, nee, nee. Das Lager, das ist da unten, oder? Nee, da gehe ich jetzt nicht. Ah, der schubst mich von der Klippe. Muss man echt aufpassen. Mit diesem Hund, da ist schon Dragon Bridge. Solitude und Whiterun. Nee, jetzt geht's nicht nach Solitude. Vielleicht später. Ich meine ganz sicher später, aber im Moment bin ich beschäftigt. Die stehen da nur so rum. Sagen nichts. Seht euch meinen zerfallenen Tempel an. Oh Gott. So viel zu der Beständigkeit der Sterblichen, zu ihrer Handwerkskunst und ihren Herzen. Wenn sie mich nicht lieben, wie kann meine Liebe dann sie erreichen? Tja, das weiß ich auch nicht. Ich liebe dich doch eh. Komm her. Bringt mir meinen Stern zurück, sodass ich euch zu eurem Schicksal führen kann. Mach ich. Hier ist er. Was sagst du jetzt? Ah! Oh! Wo bin ich? Gottes Willen. Es ist an der Zeit, dass mein Glanz nach Himmelsrand zurückkehrt. Doch das Zeichen meiner Wahrheit liegt vergraben in den Ruinen meines einstmals großen Tempels, der nun besudelt ist von einer lästerlichen Dunkelheit, die sich darin regt. Hey. Was kann ich dafür? Ah. Der Totenbeschwörer Malkoran schändet meinen Schrein mit abscheulicher Verderbnis, indem er verlorene Seelen aus diesem Krieg einfängt und seinem Willen unterwirft. Ja, tut man das. Schlimmer noch, er nutzt die Kraft aus meinem eigenen Zeichen, um seine elenden Taten zu begehen. Schändlich. Ich habe euch hierher gebracht, Sterblicher, damit ihr mein Champion werdet. Ihr werdet meinen Tempel betreten. Ihr wollt, dass ich ein Pilz werde? Und
den Schänder vernichten. Ein Champignon? Erzählt mir mehr über dieses Artefakt. Sternkirche nennen es den Dämmerbrecher, denn es wurde in einem heiligen Licht geschmiedet, das über meine Widersacher hereinbricht und Verderbtheit und Falschheit wegbrennt. Ihr werdet in meinen Schrein eintreten, Malkoran vernichten und diese mächtige Klinge zurückholen. Ah, na, wenn ihr das sagt. Klingt nicht gerade so, als hätte ich eine Wahl. Eine einzelne Kerze kann die Dunkelheit der gesamten Leere verscheuchen. Wenn nicht ihr, dann jemand anderes. Na gut. Mein Stern wird sicher eine würdige Seele anziehen. Doch wenn ihr klug seid, dann tut ihr, was ich von euch verlange. Jetzt geht. Das Artefakt muss zurückgeholt und Malkoran vernichtet werden. Verstehe. Malkoran hat die Türen verschlossen. Doch dies ist mein Tempel und er hört auf meinen Befehl. Könnt ihr mich wieder runterlassen? Ich werde euch einen Lichtstrahl absenden. Führt dieses Licht durch meinen Tempel, dann werden seine Türen sich öffnen. Nein! Oh. Geleite Mary das Licht durch den Tempel. Kann ich immer einen Hund mitnehmen, ne? Wie geht das jetzt? Ah, da unten. Okay. Ja, weil wir gerade da sind. Mein Hund ist auch dabei. Aber ich weiß nicht, ob ich das gleich machen soll. Ich hätte vorher speichern sollen. Runter. Ja, ich weiß nicht, ob sich diese Quests vertragen miteinander. Tempel von Kilkreat. Ist das eine dieser alten Ruinen? Ja, glaub schon. Oh, hier liegt schon eine verweste Leiche. Kein gutes Zeichen. Noch eine Leiche. Ich muss das Licht geleiten, verstehe. Na, dann geleiten wir mal. Fiat Lux. Gold. Nehmen wir auch mit, weil... Wahrscheinlich kriegen wir von der alten Tante ohnehin nichts Gescheites als Belohnung. Irgend so ein Dämmerschild oder was. Das kein Mensch braucht, weil ich benutze eigentlich keine Schilder. Und Lydia auch nicht. Ah! Jetzt bricht mir auch noch der Scheiß Dietrich ab hier. Ja, sage mal. Ah. Oh. Ah. Hebel. Und bitte, bitte. Da kann man nirgends hingehen mit dem Scheißhund. Oh, die haben alle viele Einstecken hier. Muss ich hier lang? Nee, das ist nur ein optionaler altes Nordschwert. Wegen dem bisschen hier war hier abgeschlossen. So. Hier, glaube ich, wird mich bald ein Untoter in Empfang nehmen. Okay, hier ist ein Licht. Das müssen wir irgendwie geleiten. Da drüben ist ein Kristall, verstehe. Schauen wir mal. Okay, siehst du? So einfach ist das. Maul. Oh, die haben alle so viel Gold dabei hier, die Leichen. Ganz schön vermögende Abenteurer, die hier den Weg alles Irdischen gegangen sind.
Da ist noch einer. Noch zwei. 20. Und 100. Ergibt 120. Mit nur zwei Leichen. Oh, was ist denn das? Ich hab kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Was sind das hier? Schatten? Warum Bier noch dazu? Heilige Scheiße. Naja. Das ist hier nicht gerade sehr stark, aber zu dritt. Da ist noch einer. Aber der Hund ist wirklich nicht schlecht. So nervig er ist beim Kämpfen, macht eine gute Figur. Was ich zu mir nichts behaupten kann. Über mich nichts sagen kann. Geisterhafte Überreste. Oh, die haben sogar Überreste. Ah, der trinkt schon wieder. Ey, der steckt einen Pfeil im Arsch. Haben die anderen Überreste auch was? Wo sind sie denn? Da? Ne, der hat einen Stahlkriegshammer. Noch was? Da. Wie ist ein schleimiges... Ein schleimiger Schleim. Okay, da müssen wir rauf auf den Sockel hier. Aber wie? Mit Stufen. Aha. Sehr gut. Das Werdelicht. Da geht's rauf. Und was ist da? Ich meine da. Da geht's weiter. Da sind noch Schatten. Fass. Flocki. Mein Baba-Babas. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich hier am richtigen Weg bin. Aber andererseits, was ist dann der andere Weg da hinten? Ja, da ist glaube ich richtig. Gehen wir zuerst mal da rein. Darauf, besser gesagt. Da oben. Da war ich noch nicht. Wahrscheinlich hier nichts drin, außer einer Urne. Leer. Und ich drücke natürlich drauf. Ah, da sieht man es ja. Da geht das Licht durch den Spalt. Aktivieren kann ich das ja nicht. Nee. Ja, dann. Da oben ist auch nichts. Nee. Okay, dann waren wir hier ohnehin richtig. Das im Eiltempo zurücklegen. Mehr Schatten. Sauertränke kann man immer gebrauchen. Muss mal einen Händler finden mit viel Geld. Kann ich meine ganzen Sauertränke verkaufen. Ich höre ein Skelett. Oder sind das wieder Schatten? Ne, die Schatten machen dieselben Geräusche wie die Skelette. Ups. Ja, markieren fertig. Treffe ich euch. Wenn ihr schon was anfangt, dann müsst ihr es auch zu Ende machen. Sonst brenne ich euch eine auf den Pelz. Ja.
darüber anscheinend. So. Noch vor dem Hund. Bin auf den Hund gekommen. Es zahlt sich eigentlich kaum aus, diese ganzen Urnen. Ups. Soll ich darüber? Hat mir Meridia keinen Schlüssel gegeben? Ah, dachte ich's doch. Da geht die Tür auf. Und die Tür da? Da ist ein Arcana-Verzauberer. Ich möchte rein. Da lang.